Vom Medium arbeite ich mit Malerei. Mache auch gegebenenfalls installative Arbeiten, wo sich in den Installationen dann die Medien Video, Objekte, Objektkunst in Form von Keramik oder Gipsobjekten wiederfinden. Wobei die Malerei wirklich das einzige Medium ist, was durch die Jahre jetzt wirklich konsequent betrieben wurde und auch ein Stück weit die Quelle der restlichen Arbeiten und Installationen ist. Wenn ich ins Atelier gehe, den einzigen Vorsatz oder die einzige Wiederholung, die stattfindet in der Methodik, ist eigentlich ein Ignorieren dessen, was man zu denken oder zu verstehen glaubt. Jedes Bild ist im Grunde nur wieder eine Art Vorskizze oder ein Gedanke zum nächsten. In erster Linie ist es der Versuch, eigentlich so eine direkte, weder Emotion, weder Thema, sondern so ein Bauchgefühl wieder zu erzeugen. Und mit der Hoffnung, dass der Besucher auch anfängt, mit dem Bauchgefühl zu denken und nicht nur versucht, es logisch wahrzunehmen. Für mich ist es die Themenfindung, wenn man also sich darauf auf Inhalte oder auf Form bezieht oder es versteht, kommt wirklich eigentlich aus einem Suchen und vor allem der Suche nach etwas Neuem. Das heißt, ich mache weder Skizzen noch habe ich jemals Ideen für irgendwelche der Bilder. Es ist schwierig, diesen Endpunkt wirklich zu finden. Und wenn man die Bilder sieht, merkt man auch, dass sie aus dem Prozess heraus entstehen. Und Dinge, wo die Arbeitsweise so prozesshaft ist, sind immer schwierig, dann einen Punkt zu bringen, wo alles sauber abgeschlossen wird, ohne dass es künstlich wird. Also einfach der allgemeine Druck, dem als Kreativer jedes Berufs irgendwie ausgesetzt ist, dass man schneller, fleißiger, mehr machen muss, noch einen Preis, noch einen, also das ist schon schwierig.